So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video und zwar geht es wieder um CSGO. Ironischerweise, wir haben am Wochenende und davor mal wieder echt ein paar Matches CS gezockt, hatten mal wieder übel Bock und hat auch echt Bock gemacht und wir haben auch gute Runden gehabt und jetzt kommt eine neue Kiste raus, neue Patch und die Broken Fang Operation ist aus. Also überraschenderweise fand ich, dass die immer noch an war, aber jo. Nichtsdestotrotz, eben das Wichtigste für das Update ist auf jeden Fall natürlich, dass die Chickens ein neues Design haben. Das fand ich schon ziemlich lang überflüssig. Für alle, die in der Operation noch Sterne haben, ganz wichtig, die sind nur noch bis 15. März einzulösen. Ich habe ja auch noch 136. Ich wollte nochmal ein Opening machen mit irgendwelchen von diesen drei Kisten. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche ich dann nochmal durchknüppeln soll. Die Fade habe ich ja schon einmal gezogen. Von dem her, schon mal Glück aufgebraucht. Und ja, Patch-Hinweise gehe ich jetzt nicht einzeln drauf ein. Train kommt raus, Ancients kommt rein. Keine Ahnung, könnt ihr euch selber durchlesen, wen es interessiert und wen überhaupt was interessiert. Ich habe mir jetzt mal hier 15 von diesen neuen Kisten geholt, zu natürlich viel zu überteuerten Preisen. Aber, ja, so ist das eben. Ich gehe mal kurz die Skins einmal durch. Die SG553 Heavy Metal. Finde ich eine ganz lustige Idee. Ist halt, als ob das eine Waffe, die ich nie im Leben spiele, von dem her. Weiß ich auch nicht. Die Glock finde ich ganz interessant. Mit dem Blau, das gefällt mir gut. Hier die Kugeln, gut. Weiß nicht, ob man dann wirklich sieht, wie viele Kugeln noch im Magazin ist. Das wäre dann witzig. Also wenn es wirklich hochgeht, das wäre interessant. Ansonsten bin ich mal gespannt, wie die Ingame nachher rauskommt. M249. Farbe finde ich tatsächlich ganz cool. Und der Style würde ich mir auf ein paar anderen Waffen wünschen. Also ich muss jetzt echt sagen, die Farbe, die macht mich an. Also das gefällt mir richtig gut, auch so ein bisschen das Clean. Aber natürlich auf der Waffe wieder Schrott. Schade. Die sieht ganz cool aus. Da spiele ich vielleicht auch mal wieder CZ. Die gefällt mir gut. UMP. Ja, Schmutz. Schmutz, Schmutz, Schmutz. Revolver. Ja. Ist halt Revolver, ne? Wird da noch gespielt? Ich weiß gar nicht. Feiere ich jetzt nicht so. Die sieht aus wie so ein Skin, den es original halt 1:1 schon gibt. Und ich spiele auch halt kaum Shotguns. P250 ist tatsächlich interessant. Farben gefallen mir gut. Auch so, was es an P250 Skins schon gibt, fände ich die richtig nice. Schön hier dann vorne mit dem Star Trek Ding mit dran. Und dann, wenn die so in-game so ein bisschen leuchtet, also ich glaube, die würde ich echt spielen. Die gefällt mir richtig gut. Was noch ein Negev. Ja, Farbe ist cool. Gefällt mir. Ist nicht schlecht, aber ist halt auch wieder eine Waffe, wo ich nie im Leben spiele. MAC-10. Ah, so ein Controller oder was? Ja, okay. Ja, es sieht schon nice aus, aber naja, ich finde halt generell, die MAC-10 ist richtig schwierig, einen gescheiten Skin drauf zu machen. Von dem her eine witzige Idee, aber ich feiere es jetzt ehrlich gesagt als Waffenskin nicht ganz so krass. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von den Skins haltet. Die Desert Eagle, ja, ist jetzt auch nicht so mein Geschmack von den Farben her. Es fehlt so mit Blau jetzt in der Kiste. Naja, feier ich nicht so. Das ist interessant. Die finde ich natürlich, die feiere ich tatsächlich ist ziemlich extrem. Die ist so ein bisschen eben wie die M249 am Anfang. Die ist richtig schön clean. Und ich glaube tatsächlich, dass die vom Preis her, ich bin mal gespannt, wie die dann so ein Battle Scarred aussieht. Also ob die dann halt auch so das so in die Richtung, wie heißt sie? Black Laminate, eine Fieldtest AK, heißt die Black Laminate? Schreibt es mal in die Kommentare. Gehen wird, dass quasi die ganz cleanen, die wirklich richtig sauber sind, auch echt was gut, was wert werden. Und die meisten werden vielleicht Kratzer haben, ich weiß es nicht. Vielleicht ändert sich auch nur die Helligkeit von dem Glanzeffekt, wie es bei manchen anderen Skins ist. Aber wenn die wirklich jetzt verranster aussieht, dann könnte sich da echt gut was entwickeln. Da ist auch so ein Grünschimmer irgendwie drauf. Und die kommt halt mit Sicherheit mit Klebern richtig nice. Oder einfach halt nur wirklich eine cleane
metallenem AK. Also die feiere ich ehrlich gesagt bisher am meisten, muss ich sagen, obwohl sie am schlichtesten ist. Gehen wir weiter. Die ist cool von den Farben und allem und dem, was drauf ist. Die ist ganz cool, aber ja, ist auch nicht so die Welt. Nee, ist halt auch nicht Shotgun. Nicht so der Fan. Die Galil. Okay, für einen Galil-Skin finde ich die tatsächlich richtig cool. Auch so das Leuchtende ein bisschen. Die kann man echt spielen. Also abgesehen davon, dass ich halt Galil auch mittlerweile halt gar nichts mehr treffe mit der Waffe. Aber an sich ganz cooles Skin. Jetzt kommen hier die Reds. Und die sieht richtig nice aus. Dieses leuchtende Rot. Die Farbe, also feiere ich extrem. Sieht richtig nice aus, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Dieser Rotton. Die USPS spiele ich halt auch sehr gern. M4, A4 ist heftig. Hat aber was, finde ich. Also ist schon wieder so Farbtöne, wo ich sage, ist halt nicht so 0815. Aber ich glaube halt, von der M4 gibt es halt mittlerweile auch schon so relativ viele so Comic-Style angezeichnete oder Manga oder was es ist. Aber finde ich ziemlich cool. So, Handschuhe gibt es ja. Das feiere ich dann tatsächlich nicht so, weil für die Handschuhe habe ich irgendwie auch noch gar nichts übrig. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt mal hier noch was Gutes ziehen. Wird natürlich die Handschuhe auch nicht von der Webcam gestoßen, aber hoffe jetzt einfach, dass wir ein bisschen Glück haben mit den Skins oder halt auch nicht. Die CC, wenn die jetzt schon wieder getroppt ist, werde ich die auf jeden Fall spielen, wenn sie überhaupt noch spielbar ist. So, gucken wir mal, was noch weiter rauskommt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr ein paar Kisten... Oh, die pinke wäre nice gewesen. Der Revolver ist bestimmt nicht so nice vom Preis. Müssen nachher mal durchgucken, was die Sachen so wert sind. Könnt ihr mal sagen, was ihr schon geöffnet habt oder ob ihr sagt, nee, öffnet er nicht. Get money waste, wie auch immer. Ist ja immer jedem das seine. Die Glock. Naja. Bin ich mal gespannt, wie die Ingame rauskommt. Was sind wir denn überhaupt für Conditions? Einsatz erprobt. Abgenutzt. Sehr gut. Ich muss sagen, ich bin jetzt eigentlich, ich erwarte nicht wirklich was, wie halt immer. Eigentlich erwarte ich nicht mehr was und die ist richtig abgeranzt. Und die ist so hässlich, also ich weiß gar nicht, also die erinnert mich an irgendeinen anderen ekelhaften Skin, den es schon gibt von der Shotgun. Von dem her. Daumen drücken, was nice wäre, schon Geschmack vor. So wenigstens was Pinkes oder so, ne? Blaue, abgeranzte Scheiße. Nicht, weil da ist die rote halt vorbei. Ja, ist halt. Vielleicht kommt da was. Also, wenn wir jetzt nur blau abholen und dann noch so eine abgeranzte blaue Scheiße, dann ärgere ich mich natürlich schon. Lila Deagle. Ein abgeranztes Zornes. Haben wir überhaupt schon irgendwas Gutes? Was ist jetzt die gerade wert? Ich muss gerade mal eben schauen, was die jetzt noch wert ist. 11 Euro. Okay, die ist halt instant wieder auf dem Markt nachher. So bis die droppt eben. Bevor sie droppt, meine ich. Nachher vielleicht, wenn wir nur blau ziehen, können wir halt wenigstens noch ein Trade-up machen. Ob die Wert worth it ist, das weiß ich auch nicht, aber. Jo. Oh, ja, bitte. So, jetzt können wir gleich mal schauen. Die ist, denke ich, ich bin auch mal erst gespannt, was die noch wert ist. Also, sie sieht jetzt, die glänzt jetzt, die ist ein bisschen dunkler. Ich denke mal so, dass die field-tested ist. Jo, Einsatz erprobt. Also ich finde es schade, ich befürchte es nicht, aber ich finde es schade, dass die auch wieder nur wahrscheinlich, also umso Factory New, umso mehr glänzt die dann und umso, wenn die Battle Scout ist, ist die halt ziemlich dunkel und matt. Das kann alles so geschmacklich, eigentlich kann man sich dann raussuchen, was man will, aber ich hätte es eigentlich, glaube ich, ganz cool gefunden, wenn da so Kratzer oder irgendwas drauf wären. Also wenn man dann wirklich für die Factory New, wenn die halt wirklich so super clean wäre. Aber natürlich ist es auch immer eine Sache. So hat man halt einen Skin, der dann halt unter Umständen relativ günstig ist. Und, okay, 33 Euro, der landet auch noch direkt auf dem Markt. Ich warte, bis die ein bisschen günstiger ist und hole mir die dann eh wahrscheinlich Star Trek oder so.
Ah, freue ich mich jetzt. Für die AK freue ich mich jetzt. Die ist nice. Auch wenn ich sie jetzt erstmal noch verkaufe, weil es ist halt, die wird auf jeden Fall noch droppen. Ich denke, die wird dann irgendwo so bei. Oh, guck mal. Kranken Unterschied von da oben. Ist die jetzt Battlesguard? Ja, ich gucke halt drauf. Die ist Kampfspuren, yo. Dann ist die richtig dunkel und bei Factory News die halt um einiges heller dann quasi hier. Was hat die? Abgenutzt. Und da sieht man halt, es ist wesentlich heller. Okay. Ja. Also ich denke, dass die AK irgendwo zwischen 5 und 10 Euro erstmal kurzfristig sein wird. Und langfristig wahrscheinlich sogar auch bleiben wird, vermutlich. Wie die AWP Arteris oder wie sie heißt. So, kommen einmal noch irgendwie was ganz Cooles. Pink geht schön vorbei. Und wir ziehen die blaue Scheiße. Na gut. Wir werden sehen. Die nochmal. Welchen Zustand hat die? Minimal Wear. Gerade mal nur kurz gucken zum Vergleich, was die dann wert ist. Minimal Wear auch noch 3,40. Also ja, ist schon noch. Skins schon noch teuer, ja. Aber die werden alle relativ schnell droppen. So, so, so. Okay. Die hier. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. So. So ein lachendes und weinendes Auge. Letzte Kiste. Wir werden sehen. Nein, es gibt uns nichts Gutes. Auch egal. Nochmal die CZ. Kann man ein Trade-Up machen oder reicht es gerade nicht? Wahrscheinlich. Wo sind neueste Aufwertungsvertrag, Aufwertungsvertrag, Aufwertungsvertrag. Die ganze blaue Scheiße da rein. Revolver, Revolver, die Battlesguard, so, dann reicht's ein, Trade-Up und die AK nochmal, also die sieht schon nice aus auf jeden Fall, was haben wir hier, Einsatz erprobt, haben wir schon mal wieder ein bisschen was raus, ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten, lasst gerne einen Kommentar da und gebt natürlich auch gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mehr Content sehen möchtet, abonniert auch gerne den Kanal und jo, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, ciao!